Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 8. The Village. Im Keller voller Blut oder Wein. Gott weiß. No. Und ich denke, das wird... Ich muss die Schussfrequenz von der Schrotflinte verbessern. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das wird jetzt der letzte Part für heute. Wo? Wer? Da oder da? Wahrscheinlich da hinten. Kommt ihr da durch, ja? Leg dich nicht mit Ethan an. Okay. Ja, die sind auch nicht schlecht, die Weiber. Werwölfe fand ich zwar cooler. Heide gehen auch. Okay, da geht's lang. Mann, ich hab doch verbessert. So. Okay, kann ich zuschieben und dann ist da hinten vielleicht was. Tja, nee, leider nicht. Ja, ich kann aber hier lang gehen. Hau ab! Die Schrotflinte ist ja mit Verzierungen. Ja. Ja, hier kommen wir bestimmt noch. Eins, zwei. Von denen. Ja. Hab ich doch gesehen. Gut, wo muss ich lang? Der sieht so aus, als würde die Wand nicht so komplett sein. Schießpulver. Okay, kann ich mich da durchquetschen? Ja, im siebten Teil ging. Da hat doch einer die Tür aufgemacht, ne? Meine ich mal. Ach ja. Mehrere. Bitches. Noch irgendwo. Da ist auch noch irgendwo eine. Aber wo?
Ja. Soweit so gut. Nix. Ich finde das cool, die PS5, dass die so schnell lädt, ne? Das ist echt geil. Die PS4 Pro, die lädt nie so schnell. Was ist das denn? So riesig. Alter, zwei Schuss mit der Schrotflinte. Wären die Munition nicht unendlich, hätte ich wahrscheinlich Probleme. Oh Mann, sorry. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, ja, ich muss die Munition, unendliche Munition mal abstellen. Ich muss mal rausfinden, wie das geht und beim nächsten Mal tue ich das erstmal abschalten. Ich muss dran denken. Heute habe ich irgendwie vergessen. Ja, ich habe mich so auf das Spiel wieder gefreut, den ganzen Tag, dass ich endlich mal von der Arbeit weg und endlich mal ein bisschen wieder zocken kann. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Eine gute Aussicht. Ah, da unten waren wir doch, ne? Okay, ich kann da rein. Scheiße, ich könnte aber auch da lang. Hey, klingelt Telefon. Scheiße. Tür ist zugegangen. Ah, hier kann man speichern. So viel Kohle. Hier geht nicht auf. Na gut, dann tue ich jetzt mal hier speichern, ne? Na gut zu wissen, dass man hier speichern kann. Vielleicht komme ich hier nochmal zurück. Überschreiben. Gut, Telefon klingelt. Telefon klingelt, ich bin im Keller. Ich laufe schnell hoch, denn ich bin schneller. Ich bin der Telefonmann. Okay, so viel. Na, die riesige alte schon wieder. Aber die kann man im Spiegel sehen. Mutter Miranda. Ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Schlampe. Die ist aber. Ich dachte, Vampire. Kann ich nicht springen? Ich dachte, Vampire haben kein Spiegelbild. Ja, die hat eins. Also sind das keine Vampire. Na, die will mich kalt machen. Mutter Miranda. Ich glaube, die ist die krasseste von allen. Oder so. Oh ja. Yeah. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen. Als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei den Gedanken wird mir
Was? Spy übel, was ist das denn? Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich wirklich besonders? Ich brauche einen Drink. Okay, gut. Drink braucht sie, die riesige Alte. So, kann ich bewegen. Rose, wo bist du? Gut, also nicht hier, schon mal. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel. Junge. Jetzt habe ich doch die Schlüssel. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Mann, ja, hier. Ne? Tyrant. Tyrant Lady. Oh, ja? Shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Ach, du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ach nein. Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Na Witz, waren wir hier schon mal? Jagt ihr mich jetzt, oder? Muss ich da lang? Ja, wahrscheinlich. Was ist da hinten? Okay. Schießpulver. Hey, die Weiber, die haben doch selbst zuerst angefangen. Ich hab doch, kann doch nichts für, ey. Verdammt. Scheiß Bitches. Ich hab doch nur eine kalt gemacht, ey. Vergreife ich mich an die Töchter. Die hat zuerst angefangen, dann. Ich musste mich ja verteidigen, ne? Ja, hier könnte der Kampf stattfinden, ne? Die ist ja groß, passt hier überall durch. Kann ich sie kalt machen überhaupt? Ist ja die Frage. Dann muss ich wieder irgendwo hinlaufen. Ja. Noch mehr Kohle. So ein Verkäufer wäre jetzt nicht verkehrt, ey. Moment, ich muss mir noch ein paar Heildinger machen. Habe ich das Schlüssel eigentlich noch? Ja, habe ich. Ist die jetzt diese Lady Dimitri Kos, wie auch immer? Scheiße, weiß ich nicht. Ich habe 10 Minuten noch. Wenn ich jetzt speichern kann, werde ich das tun. Oh, shit. Ehrlich. Scheiße. Ehrlich. Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst.
Oh oh. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescu zu beleidigen. Wen? Meine Hand. Ich brauche meine Hand. Okay, kann ich mit meiner Hand irgendwas machen? Oh, mir geht's aber nicht gut, hä? Scheiße. Was kann ich denn mit meiner Hand machen? Jedens rechte Hand, die Lady abhackte. Ja, okay. Positionieren. Ja, ich, wo ist die Alte? Du vergeudest meine Zeit. Du bist wirklich hart. Ja. Ich kann das Zeug nicht benutzen. Ich zahle mit deinem Leben. Ich kann das Zeug nicht benutzen. Verdammt. Schnell weg! Oh. Ja, komm. Und jetzt? Oh oh. Oh oh. Du kannst nicht davonlaufen! Ich muss erstmal meine Hand wieder dran machen. Und das geht, ja? Und das geht. Scheiße, ey. Ich hätte mich ja gern mal umgesehen. Aha. Okay. Scheiße auf dieses Schloss. Oh, ich kann endlich mal wieder Moni. Ich hab doch den Schlüssel, ne? Ich glaube, ich könnte doch hier liegen. Verdammter Mist. Kommen die unendlich raus? Oder was? Kommen die auch hier rein? An der anderen Seite verschlossen. Okay, Karte. Alter, ich bin auch voll krass, ne? Wir wachsen die Körperteile wieder fest. Nicht schlecht, ey. Ja, komm, ich habe noch 5 Minuten. Vielleicht finde ich jetzt irgendwo mal einen Ort, wo ich speichern kann. Und dann würde ich die Sache für heute mal beenden. Schisspulver. Ist das wieder die große Alte, die hier rumläuft? Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Oberkammerherrin. Okay. Also, Lippenstift finden. Nee, das ist falscher Schlüssel.
Werwölfe. Nee. Was ist das? Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt aufgeflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung, alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass es Fleisch der Mädchen verzehren. Als ein Fenster öffnete, fliegen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Also die alte Große, die ist das egal, das Fenster. Vier Tage seit der Behandlung, alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich verwindende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass und die Lippen herum werden sie tiefrot. Sechs Tage seit der Behandlung, die Masse der Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela und Cassandra. Cassandra habe ich, glaube ich, erledigt oder so. Jojo. Für alle Fälle, ne? Das mache ich mal für alle Fälle. Oh, shit. Mann, steh wieder auf, Idiot. Vielleicht Kugel, irgendeine habe ich gefunden. Ja, der Spiegel geht auch nicht. Der einzige Spiegel, der ging, ist da, wo die Alte drin sich gespiegelt hat. Dreht sich nicht. Ach, Mist. Ja, Leute, ich glaube, ich muss noch ein Part machen gleich. Wenn das so weitergeht, weil ich irgendwie nicht speichern kann hier. Es geht ja immer weiter und weiter. Und draußen wird es später und später. Naja, hat sich versteckt. Nicht vor mir. Mann, schon wieder Dietrich. Wo kriege ich denn? Ich habe bisher einen einzigen Dietrich gefunden. Ein einziges. Wie viel Kohle habe ich denn? Oh, ich kann jetzt noch ein bisschen verbessern. Und ich kaufe mir diesmal auf jeden Fall das Maschinengewehr. Ja, Leute, der Timer. Gut, ich mache jetzt noch ein Part. Hier, yeah, Pause. Wir sehen uns dann, ja, im nächsten Part wieder. Mach's gut und tschüss.